besser geht gar nicht. Geschwindigkeitsüberschreitung ist auch schön. Joa, gut. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Euro Truck Simulator 2. Ja, wunderbar. Fahren wir mal wieder ein Stückchen weiter. So, ja, gut. Ja, heute noch in der Schule. War richtig nice. Basketballturnier gehabt, letzten 3 Stunden. Also 4., 5., 6. Ja, und dann waren wir allerdings schon zum Ende der 5. fertig. Ja, hatten wir 6. frei, war auch ganz nett. Sogar ein Stückchen eher frei als 6. meine ich. Und ja, war auf jeden Fall richtig nice. Blöd nur, ich hatte heute Nachmittagsunterricht, heißt, ich musste sowieso noch in der Schule bleiben. Und ja, na gut, dann habe ich halt ein bisschen gewartet, in der Bibliothek abgeschillt und im Computerraum, ne? Bis ich dann nochmal in den Computerraum gehen durfte, wegen AG. Dort habe ich dann, ja, das war eigentlich ganz nice. Also, in dem offenen Angebot, so heißt das bei uns, wenn man in der Mittagspause irgendwo hingeht und sich dort beschäftigt, naja, im offenen Angebot im Computerraum, da haben die alle GTA San Andreas gespielt, weil das eben auf den Rechnern verfügbar war bei uns in der Schule, weil es da einer drauf installiert hatte. Ja, und dann hat der Herr Lehrer da sich gedacht, ne? Ja, nee, das ist ab 16, das wollen wir nicht, ne? Das ist eigentlich illegal, was die da spielen, also darf man halt nicht, wenn man unter 16 ist. Dann, ja, ändere ich das mal kurz und hat den Ordner gelöscht. Frag mich jetzt, was sich die Leute dabei denken, die das jetzt den ganzen Tag da gezockt haben. Können ja jetzt nichts mehr machen. Richtig gut, jetzt ist das erstmal weg. Und ja, eigentlich wollte ich es mir noch auf den USB-Stick ziehen, aber habe ich dann doch gelassen. Und ja, so. Ja, und dann musste ich dann noch heute in der Homepage AG so ein neues Layout für die Schule-Homepage designen. Das war vielleicht der Stress, sage ich euch. Ich sollte so ein Hover-Menü machen und ich habe das nicht hinbekommen. Also Hover-Menü schon, aber das sollte oben in der Zeile sein, ne? Also erst Banner, dann Hover-Menü, dann die Zeile, wo man... dann die... ja, das Textfeld, wo die Texte drin stehen. Und ich habe es nicht hinbekommen, dass das Hover-Menü nicht ins Textfeld reinkommt. Also, nee, doch, das soll ja ins Textfeld reinkommen, wenn man es runterscrollt. Aber so, normal war es dann immer auf dem Textfeld und man konnte die erste Zeile nicht lesen. Super, irgendwann habe ich es geschafft, dass es über dem Textfeld war. Dann, wenn man das Hover-Menü ausgeklappt hat, hat sich der Kasten immer unter dem ausgeklappten Hover-Menü fixiert. Also komplett ausgeklappt und hat sich damit immer verschoben. Sah richtig kacke aus. Und irgendwie habe ich es dann hingeschafft, dass als... das Hover-Menü in den Titel zu packen und ja, da hat es dann halt geklappt, ne? Fand ich schlussendlich dann auch relativ gut. Also ich musste jetzt natürlich noch das Design anpassen. Ich wollte vielleicht ein paar Grafiken reinklopfen, damit das nicht so hässlich aussieht da. Aber sonst, ja, ich denke mal, ich werde da jetzt ein bisschen was dran rumfallen und dann habe ich den Rest des Jahres dann in der AG nichts zu tun. Ich meine, unser Lehrer ist dann schon glücklich, wenn ich dann überhaupt... oder wenn ich das Design überhaupt fertig habe, weil die haben derzeit so ein richtig schimmeliges Design. Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben oben einen Banner, dann eine Sidebar, eine Menütaste, die nicht ausklappbar ist, wo die Menüs einfach so in der Tabelle eingeordnet sind und dann Footer und halt Textfeld drin. Und das sah richtig kacke aus. Naja. Und dann meinte auch einer zu mir heute in der Schule, hey, du hast doch eine Seite, ja. Dann brauchst du immer ein Impressum, haha. Nee, muss ich nicht. Impressum ist auch auf Anfrage möglich. Das hat auch Debitor auf seiner Seite. Einfach damit nicht jeder seine Adresse weiß, der auf die Seite geht. Einfach aus datenschutzrechtlichen Gründen. Jeder, der da Bedenken hat, seine Adressen ins Internet zu stellen, der kann auch das Impressum so machen, dass man jeder, der das braucht, Polizei oder so, das Impressum auf Anfrage erfragen kann. Und ja. Natürlich frage ich dann nur nach dem Grund. Und wenn mir der Schwachsinn nicht erscheint, dann nö. 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 Ja. Richtig super. Also Impressum nicht unbedingt Pflicht. Man kann es auch auf Anfrage machen.
Also, ne, sehe ich nicht ein, da jetzt irgendwie noch ein Impressum zu schreiben, zudem die Homepage, ich meine, die ist sowieso inaktiv, da passiert ja eh nichts drauf. Ich habe die eigentlich mittlerweile nur noch als sozusagen Cloud. Ich lade Sachen hoch und lade sie dann irgendwann wieder runter, wenn ich sie brauche. Und was ich auch gefunden habe, heute auf dem USB-Stick in der Schule, als ich den sortiert hatte, ich hatte zwei USB-Sticks bei. Da habe ich mal ein bisschen sortiert. Da habe ich meinen alten Skin wieder. Nicht meinen alten, sondern meinen neuen. Oder meinen jetzigen Minecraft-Skin wieder gefunden. Den Bear Grylls-Skin. Ich wollte ja schon lange, lange, lange Zeit mal einen neuen Skin ausprobieren oder versuchen, den Bear Grylls-Skin neu zu skinnen. Aber mein Problem war halt immer, es hat nie geklappt, weil. Ich hatte die alte. Oder ich hätte schon geklappt, aber ich hätte. Ich wollte es nicht auf meinen Charakter spielen. Weil ja, ich die alte Datei einfach nicht mehr hatte und wenn es blöder aussieht als das davor, dann will ich natürlich wieder das davor haben. Aber freut mich jetzt auf jeden Fall, dass ich das habe. Finde ich einsame Spitze. Besser geht gar nicht. Geschwindigkeitsüberschreitung ist auch schön. Joa. Gut. Naja, dann denke ich mal, hau ich jetzt mal wieder ein Thema rein. Von euch, ne? Könnt ihr mir auch wieder in die Kommentare schreiben, wenn ihr Bock drauf habt oder eins habt. Gut. Habt ihr ein eigenes Auto? Wenn ja, welches? Und mit welchem Transportmittel kommst du in die Schule? Also ja, wir haben ein Auto. Und allerdings nicht so ein teures Auto, ne? So was ganz viel PS hat, ne? So was total Unsinniges. Weil, ja, also ich muss ehrlich mal sagen, schnelle Autos im Straßenverkehr finde ich relativ, ja, man braucht sie einfach nicht. Ich sag mal. Mit 175 oder 170 kommt man auch gut über von A nach B. Da, wenn man es nur für den Berufsverkehr braucht, man innerorts eh nicht mehr als 50 fahren darf. Auf der Autobahn, wenn man es für den Berufsverkehr braucht, ist man ja meistens in der Rush-Hour unterwegs. Und ja, Stau, stockender Verkehr, schön. Passiert wieder natürlich nichts, ne? Also kannst die, sag mal, 250 km/h, die du da hast, nicht ausfahren. Und zudem ist ja auf der Autobahn nicht überall unbegrenzt Tempolimit, ne? Also heißt, da muss ich auch noch an Tempos halten. Und zum Reisen, ne? Wenn du in Urlaub fährst, ja, da brauchst du das eigentlich auch nicht, weil je schneller du fährst, desto mehr Sprit verbrauchst und desto länger stehst du halt an der Tankstelle. Ist halt einfach mal so. Und desto mehr Geld gibst du im Endeffekt für das Auto aus. Also, ja. Finde ich schön. Also, weiß ja nicht, ob sich das jetzt wirklich so lohnt, so ein teures Auto, außer um, ja, keine Ahnung, Statussymbol. Schau mal, ich habe viel Geld, ich kaufe mir jetzt ein Auto, weil ich nicht weiß, wie man das anlegt. Um dann noch mehr Geld rausmachen zu können, um mir irgendwann mal finanzielle Sicherheit im Alter leisten zu können. Schön. Weiß jetzt ehrlich nicht, wozu man teure Autos braucht. Finde ich, ist das Unnötigste überhaupt. Da kaufe ich mir lieber. Ja, ein zweites Haus, was wesentlich klüger ist. Autos sind irgendwann aus der Mode, ne? Für die kriegst du eigentlich kaum noch was ein paar Jährchen danach, weil es einfach überholt ist. Es gilt auch noch nicht mal mehr als Oldtimer. Es ist einfach nur Schrott, ist es. Mehr nicht. Und ja, braucht einfach kein Schwein, weil die jetzigen Autos einfach in Massen produziert werden. Das brauchst du einfach nicht, ne? Also die jetzigen Autos, von denen ich so rede, hier ganz teure Mercedes oder ganz teure Audis. Ja. Hat keinen Sammlerwert. Boah, ne. Also bringt in meinen Augen jetzt überhaupt nichts. Hingegen Immobilien. Ja, Immobilien, ne? Wer will kein Dach über dem Kopf haben, ne? Da hast du immer eine sichere Geldquelle, ne? Du kannst vermieten oder kannst verkaufen, ne? Ich meine, Arnold Schwarzenegger, der ist in Hollywood relativ oder hatte relativ schnell Fuß gefasst, weil er wusste, hey, ich investiere in nichts außer in Immobilien, ne? Das habe ich mir irgendwo gesehen in so einer Doku über den. Der hat anfangs irgendwie so einen ganzen Block so aufgekauft und dann hat er da halt immer das Geld rausgezogen für seine, ja, ich sag mal, Sportaktivitäten, die er da hatte. Also der hat das schon relativ geschickt gemacht. Er hat auch in Immobilien investiert und nicht in irgendwas anderes. Also ich finde, Immobilien sind derzeit eigentlich doch eine der lukrativesten Investitionsmöglichkeiten, weil ja, wo soll man sonst drin investieren? In irgendwelche komischen Galas oder ja, Autos halt, die einfach kein Schwein braucht, weil sie massenproduziert werden. Außer jetzt natürlich so seltene Autos, aber pff,
Da hätte ich viel zu viel Angst, dass mir geklaut oder beschädigt wird. Und dann, ja, Ersatzteilmangel, ehrlich gesagt. Und wenn die Firma dann pleite geht, bist du sowieso am Arsch. Dann kann dir niemand mehr helfen. Also von Ersatzteilen her. Müssten sie irgendwann selber basteln. Und ja, ne, komm, hör auf. Brauchst du gar nicht. Na gut, jetzt habe ich hier irgendwie über meine negative Einstellung zu Autos gelabert. Na gut. Habt ihr ein eigenes Auto? Ja, wir haben ein eigenes Auto. Und zwar einen Fiat Kubo. Genau. Könnt ihr euch mal ansehen? Jetzt lachen bestimmt einige. Der fährt ein Fiat. Naja, ich meine, wir hatten bis jetzt drei Fiats. Mit allen anderen Autos hatten wir Probleme. Mit den drei Fiats, so einen uralten Panda, so einen relativ neuen Panda und so einen Kubo hatten wir noch nie Probleme. Na gut, im Kubo, da hatten wir letztens eine Maus drin, die uns die Kabel durchgebissen hat. Aber ich meine, da kann ja das Auto nichts für. Also, ach nee, und beim Panda, da hatte das Licht einen Wackelkontakt beim letzten Panda, genau. Da war das irgendwie einmal im Monat kaputt, da musste man wieder die Sicherung unten reinstecken, weil die rausgeplumpt ist. Aber ich sag mal so, das ist jetzt kein großer Defekt, ne? Aber hier mit dem Golf, ne? Man lässt sich einen neuen Keilriemen einbauen, reißt der Keilriemen, schlägt da ordentlich mal rum. Hat zum Glück nichts kaputt gemacht, also nichts Großes, ne? Dann, ja, irgendwie wie Spurverzug bei den Reifen. Da kam dann so Draht aus den Reifen. War auch richtig nice. Und wir haben das alles bei einem professionellen VW-Auto ausmachen lassen und nicht irgendwie beim BMW-Händler oder so. Ich meine, hä? Warum hat er das nicht richtig gemacht, ne? Und Öl geschluckt hat es wie sonst was. Und Sprit auch, also der Golf, Mazda hatten wir auch noch eine Zeit lang, waren wir eigentlich auch noch ganz zufrieden, aber Fiat, finde ich, ist so das Beste für mich jetzt, was es dann Autos gibt. Die sind relativ spritsparend, nicht so teuer und ja, reichen von der Geschwindigkeit her auch. Also wenn ich groß bin, wenn ich mir überhaupt ein Auto kaufe, dann entweder so ein Fiat 500, also so einen kleinen Fiat 500. Der reicht eigentlich. Ich meine, so große Einkäufe habe ich jetzt da nicht, als dass ich hier irgendwie, ja, keine Ahnung, den halben Lidl mitschleppen muss oder so. Nee, das reicht dann für ein paar Einkaufstüten. Die kann ich dann ja auf die Rückbank stellen. Und so klein ist der Kofferraum jetzt auch nicht. Ich finde das auch immer klasse beim Smart, ne? Ja, hier, Smart hat einen großen Kofferraum. Ja, der ist tatsächlich groß, ne? Ja, da passen zwei Bierkästen rein. Super. Das ist immer das beste Argument. Und wenn man dann später mal einen Großeinkauf hat, ups, wohin damit? Meine Freundin ist dabei oder meine Frau oder mein Mann. Und ja, jetzt musst du hier bei Real stehen bleiben. Oder bei Kaufland oder Lidl, was weiß ich, wo er da einkauft. Ne? Dann bleibt er da stehen, fährt die Frau oder der Mann nach Hause, lädt dort ab. Dann fährt er wieder zurück, oder sie. Und ja, lädt den Partner dann ein. Und fährt mit dem dann wieder zurück. Also, ja, Smart finde ich ist schon ein Stückchen zu klein, aber so Fiat 500 Größe, ja, bis Fiat Panda Größe, mehr. Also größer, finde ich, braucht es auch nicht, weil, ja, die fahren einfach nicht so schnell. Da, also mit 250, wenn du da mal einen Unfall baust, dann ist der Schaden schon viel größer, als wenn, ich sag mal, unser Fiat Panda, unser Alter ist 150 gefahren, als wenn du mit 150 einen Unfall hast. Ich meine, beides ist schlimm, aber ich denke mal, so bei 250, da sind die Kräfte, die da wirken, natürlich viel, viel größer hier. Und, ja, passiert einfach viel mehr. Und das Auto war entsprechend teuer. Wenn es kaputt ist, dann hast du dich geärgert, ne, dass du da jetzt 150.000 ausgegeben hast. Und beim Fiat Panda, ja schön, 16.000. Kann ich ja wieder drauf sparen oder kurz einen Kredit bei der Bank aufnehmen, wenn man jetzt nicht so gut betucht ist. Also, finde ich, Fiat ist eigentlich so die beste Automarke. Mini, ich weiß gar nicht, wie teuer die sind, aber die gehen von der Größe her vielleicht auch noch, aber sonst so. Boah, ne, Fiat hat auch ganz coole Designs, finde ich. Also, Fiat müsst ihr jetzt nicht teilen, ich finde Fiat toll. Außer Fiat Puntos, da habe ich seit Eurotag 1 eine Phobie vor, weil, ja, die sind damals so grottig gefahren, also, ne, gut. Ja, und, und mit welchem Transportmittel kommst du in die Schule? Das ist manchmal so, meine Mutter fährt mich meistens morgens in die Schule, weil sie danach noch irgendwas im Ort, wo ich die Schule habe, zu erledigen hat oder in die Arbeit muss oder was weiß ich.
Heute war sie zum Beispiel dort direkt beim Tierarzt, ne? Unser Kater hatte gestern blutigen Dünnschiss. Nicht so lecker. Vor allen Dingen nicht das aufzuwischen, aber naja, jetzt sollte es ihm eigentlich wieder besser gehen. Und wir haben da jetzt so ein Mittelchen verschrieben bekommen. Das sollte dann auch wieder demnächst weg sein. Ja, und wenn meine Mutter mal nicht kann, ne, wenn sie schon früher weg muss oder sagt, nee, ich bin jetzt gerade mal, ich kann das heute nicht, weil ich auf irgendjemanden warten muss, zum Beispiel ja, Wasserableser oder den Handwerker, der uns irgendwas macht hier im Haus, ja, dann fahre ich mit dem Bus. Und schon war es eigentlich auch. Zurück komme ich immer mit dem Bus, weil meine Mutter mich nie abholt, da sie dann noch arbeitet. Oder erst wieder am Arbeiten oder schon oder gerade erst mit der Arbeit anfängt. Und ja, kommt halt auf den Tag an. Und ja, dann fahre ich immer mit dem Bus zurück. Ich meine, Busfahren ist ja jetzt auch nicht schlecht, ne? Kannst dich mal entspannen. Außer es schreien Leute rum im Bus. Naja, gut. In dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich würde mich über eine Wertung oder einen Kommentar freuen und sage tschüss. Bis im nächsten Part.